Welcome back to another German food review, and it's tofu time. As you can see, a snack box with tofu in it from Asian Deli. Okay, Leo Center, so Lichterfelde Ost is a train station. Okay, and yeah, it's a box number 3 €3.50. Fried tofu. That's it, I think. I don't know if there are vegetables in it or not, but just a box with fried tofu. I don't know. Let's check that out. And yeah, very long. Okay, that's what you get. A box and napkins and a fork. Plastic fork. So let's get rid of this here. And let's see. Sniff test first. Smells like oil. Feels like oil. Okay, let's open it. Very easy. And what is it? Okay, it's tofu and vegetables, of course. Yeah, just tofu, that would be stupid. Okay, and it's a little fried. Looks like white bread. Mm-hmm. So, yeah, let's put it on a plate. See how much it is. Okay, where's the sauce? I think it's a sweet and sour sauce. Okay, now, oh, that's a lot. The tofu is on the bottom, that's not good. Come on, okay, here it is. Yeah, it looks fried. Okay. So, yeah, let's do a thumbnail and then it's eating time. Is there something on it? No. Just Asian to go anyway. That is enough. Okay. Yep. So, I guess these are noodles. And, but yeah, where's the sauce? They don't have sriracha sauce here. No idea. She asked which sauce. Here we go. Yeah, noodles and vegetables. It's this carrot here. Yeah, crispy duck lo mein is €6.90. This is €3.50. Don't know. A little expensive, the crispy duck lo mein. Here we go. Yeah, it's just vegetables and noodles, and yeah, the sauce is definitely missing, and it's very oily. Yeah, it's not bad, but without sauce, it's a little boring. Damn it. Okay. Yeah, let's try the tofu. Here it is. It's like a sponge, very squishy, and tastes like again. No idea. It feels a little fried. One more. I think. Like egg or so, fried egg, don't know. Yeah, not very strong. The vegetables are stronger than the tofu. Let's eat it, here we go. Oh,
One second. Where is it? Eh? Where's the sauce? Ah, here she is. Okay. Yeah. Without sauce, it's too boring. I'm sorry. Would you eat it without sauce? Don't know why there is no sauce, but yeah, let's pour a little bit of barbecue sauce over it. That's a combination, isn't it? Let's try that one. Okay. And tastes better. Yeah, it's not bad. It's just not very exciting. Definitely edible. 3 and 50. But this is not too much. But this here not very strong flavor. Even chicken is stronger than this here. Feels a little bit like egg somehow. Noodles, what's that? I don't know the vegetables. Looks like onion, but I don't know. Is there onion in it? What is that? Looks like a worm now. Tell me what it is. I don't know it. Yeah, do you eat such thing yet? Tofu? What is a no-go? Very light in flavor. But yeah, it's okay. Not the best thing on earth, but not the worst thing. One more. Yeah, it's okay. Tofu box. Thumbs up for that. As I said, not very exciting, but definitely not bad. Yeah. A solid thumbs up. Okay. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas Asiatisches oder so. Auf jeden Fall habe ich es beim Asian Deli gekauft im Leo Center. Und das Leo Center ist in Lichterfelde Ost, ist mini klein. Und, ja, da ist halt so ein Ding hier. Das ist eine Tofu-Box. Ich war mir jetzt nicht sicher, da stand nicht, dass das mit Gemüse ist. Habe ich jetzt gedacht, vielleicht ist das eine ganze Box mit Tofu voll oder so. Oder mit ein paar Stücken nur drin. Wie auch immer. Es ist Gemüse dabei. Und sie hat mich nach einer Soße gefragt. Ich habe süß-sauer denn genommen. Ist aber gar keine dabei. Irgendwie. Ich sehe keine Soße und schmecke auch keine Soße. Hat sie wohl vergessen oder so. Ja, der Preis ist 3,50 Euro. Ja, ist okay. Dafür, dass es im Einkaufszentrum ist, sieht zwar klein aus, aber ich habe es auf den Teller gemacht. Ist ganz schön viel, so ist okay. Nicht überteuert. Aber hier so knusprige Ente oder wie das heißt, kostet dort 6,90 Euro. Das ist doch fast dasselbe, nur mit Ente statt Tofu, oder? Egal, ich habe das hier genommen, um mal Tofu zu testen. Ja, seid ihr Tofu-Esser? Tofu schmeckt doch eigentlich nach nichts, oder? Das hier ist angebratener Tofu. Okay. Und ich habe so gegessen und das schmeckt halt ja wie ein Gemüsemix mit ein paar Nudeln und ein bisschen ölig. Und das wird auf die Dauer zu langweilig, aber ich koste es nochmal. Was ist denn das hier für Gemüse so? Ist das Karotte? Ich weiß das alles nicht. Here we go. Das schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Aber schon nach der zweiten Gabe ist es langweilig und ich habe keine Sriracha-Soße mehr. Deshalb mache ich jetzt hier ein bisschen Barbecue-Soße drauf. Ja, muss man wieder neu kaufen. Sriracha-Soße. Und das werden wir jetzt mal kosten. Ja.
Man schmeckt immer noch ein bisschen die Nudeln, aber eben auch ein bisschen Barbecue-Soße. Geht. Was sind das denn hier? Sieht aus wie Zwiebel, oder? Ist das eine Zwiebel? Hey, komm mal her hier. Keine Ahnung, schmeckt nicht wie Zwiebel. Hier ist er noch roh. Nein. Ja, ist einfach angebratene Tofu-Stückchen. Ein Stückchen. Kann man so essen. Schmeckt irgendwie ein bisschen wie Ei oder so, Eiweiß. Ja. Geht schon so. Hühnchen ist ja meistens auch nicht sehr stark, aber das hier ist noch ein bisschen schwächer als Hühnchen. Aber das Mundgefühl ist ganz gut und es schmeckt nicht ekelhaft, so ist okay. Wollen wir hier noch die Nudeln essen. Funktioniert schon und es ist quasi eine Veggie-Variante. Die meisten bieten ja nur Veggie-Varianten an, entweder mit oder ohne Fleisch. Also ohne Fleisch natürlich den Veggie. Also geht das schon so nicht teurer. Die Gemüseversion war genauso teuer. Komische Preisgestaltung, aber okay. Hat nur 3 Minuten oder so gedauert, ging richtig schnell. So, wenn wir den noch aufessen. Und den hinter der Kamera. Ja, bekommt schon einen Daumen nach oben. Schmeckt halt wie Nudeln, ölig, Gemüse drin, frische Vitamine. Und 3,50 ist nicht überteuert, dafür, dass es auch so im Center ist. Und das Tofu-Ding, ja, kann man essen, muss man nicht essen. Aber wenn man halt Veggie essen möchte, dann ist das besser mit Tofu als ohne. Alles klar. Gib einen Daumen nach oben. Und mit Soße, sogar mit Barbecue-Soße kann man es essen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.